Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal möchte ich euch eine Variation mit Wehmann vorstellen. Und der Schlachtenvogt der Dämmerung ist natürlich auch wieder mit im Spiel. Wir gehen wieder gemeinsam die einzelnen Kombinationen durch. Und zwar haben wir hier die Dwemer-Spinne für 0 Magiker drin. Weshalb die drin ist, na klar, die hat Wächter. Dementsprechend können wir sie mit dem Schlachtenvogt aufbuffen. Um 1. Mittlerweile müsst ihr ja den Effekt des Schlachtenvogts kennen. Ne? Okay, wer es nicht kennt, sage ich doch lieber mal. Der Schlachtenvogt der Dämmerung gibt bei Beschwörung verbündeten Kreaturen 1-1 für jedes Schlüsselwort, das sie besitzen. Wenn wir also einem Immerfortvogt, wenn wir den hier buffen, dann bekommt er 2-2, weil er 2 Schutzzauber besitzt. So, okay, so viel dazu. So, eine Dwemer-Spinne würde dann dementsprechend 1-1 bekommen. Und das für 0 Magiker ist vollkommen okay. Dann haben wir den wir haben Einkerkern, weil ich hier mit Fesseln spiele. Und zwar habe ich hier den Drehspeiniger drin. Wenn eine gegnerische Kreatur gefesselt wird, fügst du ihr 3 Schaden zu. Deshalb habe ich da auch die kreischende Harpie drin. Die fesselt die gegnerischen Kreaturen und dadurch können wir das ganz gut verteilen. Und zusätzlich haben wir noch die Dwemer-Sphäre drin. Die fesselt ebenso Kreaturen, ist nur ein Tick stärker. Okay. Und wenn wir die Karte dann dementsprechend ausspielen, fessle eine Kreatur. Wenn du 4 oder mehr gelbe Kreaturen hast, vernichtest du sie stattdessen. Also, ist beides gut kombinierbar mit dem Drehspeiniger. So, dann haben wir Balmora Meisterspion. Den habe ich leider nur einmal. Wer ihn zweimal hat, tut ihn lieber zweimal rein, tut da für eine andere Karte hin. Der ist ganz gut, um ihn opfern zu lassen. Wir werfen ihm einfach unserem gefriesigen Krokodil vor. Der braucht nämlich ein Opfer. Der fügt einer verbündeten Kreatur 2 Schaden zu. Dafür ist er halt dementsprechend mächtiger. Und da ist er ganz praktisch, denn er beschwört eine zufällige Kreatur, deren Kosten weniger betragen als seine Max-Magika oder ihr entsprechen. Und das kann gegen Ende schon ziemlich krass sein, was da so aus ihm da rauskommt. Von daher super Kombination, wie gesagt, ein bisschen mehr davon wäre schon besser. Der Immerfortvogt, ganz klar, solide Karte, sollte in keinem Schlachtenvogt-Deck fehlen. Kreischende Harpie ist klar, Weisheit der Ahnen, auch sehr wichtig. Gibt jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Wenn wir also die kleineren Kreaturen gut aufs Feld bekommen, dann können wir alle damit schön ausstatten mit einem Schlüsselwort und ganz zum Schluss können wir dann den Schlachtenvogt draufhauen und alle werden zusätzlich gebufft. So, Dolchsturzmagierin, einfach eine solide Karte für 3 Magiker. Hat einen Schutzzauber, wenn der ploppt, dann kriegen wir so einen lustigen Folianten. Der Veränderung, das ist eine Verstärkungskarte und wir ziehen dann noch eine Karte nach, also ein bisschen Card Draw und hat einen Schutzzauber, also würde sie auch verstärkt werden. So, die Dwemer-Sphäre habe ich ja bereits erklärt. Mechanischer Verbündeter, die Karte des Vormonats. Also haben wir da so ein Kartenmonatsdeck, hätte ich auch nennen können. Und zwar bei Beschwörung, beschwöre einen Spinnenarbeiter, wenn die oberste Karte deines Decks neutral ist. Da müssen wir natürlich Glück haben, dass das der Fall ist. Aber man verlässt sich halt ab und zu mal auch mal aufs Glück. Der Schlachterfischschwarm, der darf einfach nicht fehlen beim neutralen Deck, ist einfach eine krasse Imbarkarte. Wenn man die nicht aufhält, bekommt die jedes Mal 2 Angriff dazu und wird immer stärker. So, dann natürlich, um ein bisschen Kontrolle zu behalten, der zermalmende Schlag. Der Drehspeiniger, den habe ich ja schon vorgestellt. Und funkenschlagende Spinne hat Prophezeiung und Wächter. Kann also spontan gerufen werden und dementsprechend auch verstärkt. Die königliche Weise, wenn du mehr Gesundheit als dein Gegner hast, gib jeder verbündeten Kreatur ein zufälliges Schlüsselwort. Da müssen wir natürlich die Kreaturen erstmal schön aufs Feld deponieren. Und dafür sorgen, dass wir mehr Leben haben als der Gegner. Und dann können wir den Schlüsselwort geben und in der nächsten Runde einen Schlachtenvogt aufs Feld hauen und die dementsprechend buffen. So, der Mundstein. Wenn wir ein neutrales Deck schon spielen, dann kommt die Karte auch rein.
Da müssen wir Glück haben, die in der vierten Runde auch zu ziehen. Dann können wir die restlichen Kreaturen, die kommen, dann mit einem zufälligen Schlüsselwort versehen. Der Schwarmverteidiger, eine extrem solide Karte mit 3-6 und Wächter können wir also auch nochmal zusätzlich buffen und hält so ein bisschen den Schaden fern. Der Festungsinkubator, wer mehr als einen hat, den habe ich jetzt leider nicht mehr als einmal, dem würde ich empfehlen, den dann doch zweimal reinzutun, weil er sehr, sehr stark ist. Und zwar, letzter Atemzug, nimm zwei zufällige Dwemer auf deine Hand. Lohnt sich, den zweimal reinzutun. Stattdessen habe ich halt den Huffinger-Marodeur rein. Wenn eine verbündete Kreatur eine gegnerische Rune vernichtet, rüste sie mit einem zufälligen Gegenstand aus. Und ich habe ja natürlich vor, hier die Runen zu brechen oder zu knacken wie Nüsse. Und dementsprechend wäre der gar nicht mal so schlecht. Eissturm, falls es brenzlig wird und wir die Einheiten vernichten müssen, dann könnten wir das da auch einsetzen. Und die Hallen der Dwemer. Beschwörung, nimm eine 0-3er Dwemer-Spinne mit Wächter auf deine Hand und verbündete Dwemer erhalten plus 3. Und wir haben natürlich einige Dwemer und das wäre dann dementsprechend praktisch. Wer davon auch mehr... Schnucki! Meine Freundin macht wieder Krach ohne Ende, während ich ein Video mache. Jetzt reicht. Warte das mal ab, bis ich das beendet habe, du. Wirst du gekitzelt. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, unsere verbündeten Wemer bekommen ein plus 3. Das ist sehr stark. Wer mehr als eine davon hat, nimmt bitte 2 mit rein. Und der Schlachtenvogt, wer mehr als 2 hat, nimmt 3 mit rein. Ja, den habe ich jetzt auch nicht so viel und leider reicht mir, wie ihr seht, 50 nicht, um noch eine zu craften. Deswegen müssen wir da ein bisschen warten, aber ist überhaupt kein Problem. Die reicht auch vollkommen zweimal. So, dann testen wir doch mal das Deck auf dem Schlachtfeld. Bis gleich. Okidoki, da sind wir schon. Hey ho, Leute, und ich bin sehr gespannt, wie das Deck so läuft. Ich habe es nämlich bisher nur in Gedanken durchgespielt. Nope, ja. Das wäre natürlich richtig cool, wenn wir jetzt schon dieses Opfer hätten. Das wäre geil. Stattdessen haben wir den Schlachtenvogt der Dämmerung. Er könnte sich jetzt höchstens selber Schaden zufügen. Das werden wir jetzt auch tun. Oder obwohl... Wir könnten noch eine Runde warten. Warten. Und ihn lieber in der zweiten Runde spielen. Zum Gruße, Bürger. Vielleicht haben wir ja Glück und ziehen noch die andere Karte. Das wäre cool. Nee, wir haben leider kein Glück. Okay, fügen wir uns selbst mal Schaden zu. Ich stehe im Garten und hab nen Harten. Ich würde ihn braten. Würde aber lieber noch warten. Kennt ihr das Lied? Ist ziemlich witzig. Verstört. Okay, wir spielen unseren Schwarmverteidiger und beschützen unser Krokodil. Da kommt er dann nicht mehr so leicht durch. Und da haben wir schon ganz gute Karten, womit wir das Board kontrollieren können. Obwohl ich dazu dann natürlich neige, da schon mal zwei zufällige Dwemer auf die Hand zu nehmen. Das ist schon nice. Der Wald ist meine Kraft, mein Ich werde das Mut. Wahrscheinlich auch in der nächsten Runde tun. Da kämpfen wir uns ja ganz easy peasy durch. Machen wir so. Und machen so. Bauen erstmal die Bedrohung von rechts auf. Okay. So. Da muss er nur noch sterben. Und wir bekommen zwei neutrale Karten. Der Wald Dwemer. Ist mein Mantel. Dwemer sind ja meistens neutral. Okay, dass er stirbt, wird wahrscheinlich sehr wahrscheinlich sein. Okay, gehen wir da erstmal rein. Dann gehen wir da rein. Dann spielen wir hier aus und hoffen mal. Ja, es funktioniert sogar. Jawohl.
ziehen dann eine Karte nach, das ist perfekt. Und können diese hieße noch fesseln. Damit wir in der nächsten Runde wenigstens den Schlachtenvogt. Lohnt er sich? Nein, wir haben hier leider nichts dergleichen. Also wir haben leider keine Schlüsselwörter. Schade. Da wäre halt jetzt die Weisheit der Ahnen extrem praktisch. So viel Glück haben wir aber leider nicht. Und da müssen wir uns auch noch durchprügeln. Okay, sehr gut. Die Combo kann starten. Ich spiele das doch gleich mal aus. Wir sind nicht für unsere Geduld bekannt. Löschen diese Hiese auch gleich mal aus. Wie rum wir es machen, ist eigentlich wurscht. Bam. Gehen hier rein. Und können feuchtfröhlich die Bedrohung aufrechterhalten. So, bam. Wir haben auf jeden Fall das Bot Control. Und durch ihn können wir den auch noch locker links fertig machen, obwohl der jetzt höchstwahrscheinlich in den hier reingehen wird. Okay, der Centurio, der Dwemer Centurio ist auch sehr gut. Und die Dwemer Spinne natürlich auch. Das ist aber alles andere als gut. Da kommen wir halt nur sehr schwerlich vorbei. Wie machen wir das jetzt? Wir können ihm 3 Schaden zufügen, müssten aber dann mit beiden rein. Das ist bitter. Das ist richtig bitter. Fällt jetzt leider keine andere Möglichkeit ein. Okay, die Bedrohung muss real sein. Die Bedrohung muss real sein. Okay, dann können wir 3 Schaden zufügen. Und spielen noch den Schlachterfischschwarm aus. Schadet ja nicht. Können wir dadurch noch ein bisschen mehr Schaden machen. Und zack, noch ein Wächter. Da verpufft er nämlich dran. Oh, meine Mama ruft an. Okay, ich geh mal ran. Nein. Nein, Mama. Ich ruf zurück. Da hat er scheinbar keine andere Möglichkeit gehabt. Er muss sich verteidigen, das ist perfekt. Wir müssen ihn noch vor der 12. Runde killen. Denn dann könnte er den Drachen einsetzen und der Drache würde uns natürlich fertig machen. Okay, haben wir da noch interessante Sachen? Typ! Nicht schlecht, muss ich sagen. Echt nicht schlecht. Leider hat davon nichts ein Schlüsselwort. Wir ziehen auf uns direkt nichts, was ein Schlüsselwort hat. Ja, verhext ist das. Okay, das ist nicht leicht. Bam, bam. Bam. Hmm.
Irgendwas, was fesselt, habe ich jetzt gerade sowieso nicht. Also gehen wir da einfach mal rein. Geht natürlich hier auch rein. Und sind einfach mal weiterhin gefährlich. Löschen hier aus, dann gehen wir hier noch rein. Jetzt könnten wir noch den Dwemer Centurio spielen. Klar, ich hätte jetzt auch die hier um eins buffen können. Ja, ist jetzt nicht so toll. Deswegen machen wir das so. Und wart mal ab, was der Dude so macht. Der Mr. World. Oh oh, oh oh, fessle alle gegnerischen Kreaturen. Ey, das ist so klar, ne? Und lässt sie natürlich verstummen. Ey, das ist so klar. Aber der müsste sie halt trotzdem töten, ne? Jawohl, ja. So, spielen wir sie doch direkt mal aus. Vielleicht kriegen die ja Schutzschild. Nur Rotze haben die gekriegt. Okay, wir müssen uns da durchschlagen. Wir müssen uns da durchschlagen. Wollen wir all in gehen? Glaube ich gar nicht mal so schlecht. Ja, wir spielen sie sowieso aus, ist ja klar. Alle haben ein Schlüsselwort. Dementsprechend sind die alle stärker. Und das ist die große Stärke der Karte. Die bufft einfach mal alle. Wir hätten auch die Dwemer später nochmal vorher spielen können, aber abwarten. Abwarten, was der Gegner so macht. Wenn er jetzt mit dem Drachen um die Ecke kommt, kann er schon einiges an Schaden anrichten. Aber ich denke, das hätte er schon gemacht. Und vielleicht überlegt er andere Strategien, aber der und die hier würden überleben. Der Sieg ist euer. Tada, Leute, tada! Erstes Match und das war richtig, richtig gut. Das Deck macht unheimlich Spaß, muss ich sagen. Okay, wir springen direkt ins nächste. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal, was das Deck noch so drauf hat. Okay, wir spielen gegen jemanden, der den Titel Bär Peiniger trägt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann mit der Deckkombination auf jeden Fall die ganzen Fesselspielchen hier macht. Brauchen wir jetzt zu Anfang alle nicht. Schon besser. Auf jeden Fall besser. Vor allem das hier. So, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Sehen wir dann gleich. Okay, zwei Weisheit der Ahnen jetzt für den Anfang ist scheiße. Wir haben aber zum Glück den Schwarmverteidiger und den Schlachterfisch. Ich kann nur hoffen, dass er jetzt auch nichts machen kann. Kann er echt nicht. Das ist sehr gut. Wir stattdessen schon. Nehmen wir gleich mal die zwei Dudes raus. Und die bekommen natürlich zwei Stärke jeweils zum Anfang. Da geht er klar rein. Die sind einfach zu gefährlich. Kann aber jetzt nichts mehr machen, das ist gut. Wir hauen dann jetzt noch einen Schwarmverteidiger raus. Und hoffen einfach mal, dass der weiterhin gebufft wird. Und hier könnten wir dann eigentlich schon eine Kombination mit der kreischenden Harpie und dann auch die Weisheit der Ahnen schon mal raushauen. Ich meine, wir haben jetzt genug. Hat er doch gehabt. Okay, die Weisheit der Ahnen kann jetzt noch ein bisschen warten. Stattdessen der Peiniger des Drehs. Wir sind nicht für unsere Geduld bekannt. Den habe ich jetzt auch rechts gespielt, dadurch, dass wir auch die kreisende Harpie haben und hier das Board ein bisschen kontrollieren können. Dann habe ich ihn doch lieber im Schatten. Auch wenn er hier natürlich ein Bollwerk hat, eine Mauer. Ja, ich finde die Karte so stark. Außerdem erinnert mich das Vieh irgendwie an Hunter x Hunter. Kennt ihr diesen Anime? Ich finde richtig gut. Irgendwie erinnert er mich daran. Jetzt überlegt er natürlich.
Jetzt muss er erstmal Karten ziehen. Da hat er scheinbar nichts Gescheites. Mein Freund hier möchte Hallo sagen. Jetzt versucht er irgendwelche Atronachen auszuspielen. Das ist auch nicht so gut. Okay. Hier gehen wir mal in Verteidigung und spielen eine der Weisheiten der Ahnen. Tödlich, regenerieren, also nur Schrott. Ich hätte mich über einen Zug gefreut. Oder obwohl, er soll mir auch ein bisschen Schaden machen. Ich habe jetzt auch nur die Weisheit angespielt, weil, ich meine, wir haben zwei Stück und auf der Hand und drei insgesamt im Deck, also lieber raushauen, als dass er jetzt jämmerlich verkümmert auf der Hand. Und wenn der hier überlebt, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Chancen. Fangen wir also an. Jawohl. Das ist jetzt eins der Opfer, die wir auf jeden Fall machen werden. Und hier können wir easy peasy durch. Okay, das wird doch nicht so easy peasy. Jetzt fesselt er die auch noch. Ist gar nicht mal so gut. Gucken wir doch nie. Gucken wir noch nicht. Hier kommt er gerade nicht vorbei. Hier kommt gerade zurzeit keiner vorbei. Wir könnten also von der Seite hier gut eine Bedrohung aufbauen. Ich meine, die ist dadurch ja sowieso gefesselt. Das passt ja. Dann könnten wir nochmal Weisheit der Ahnen ausspielen und gucken, was wir noch so bekommen. Obwohl ich aber noch lieber warte, bis wir noch ein bisschen mehr Kreaturen draufballern. Wir müssen uns gedulden. Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass der Peiniger des Dries überlebt. Und wir weiterhin etwas Schaden machen können. Ich meine, wir hätten die Karte töten können. Aber die stört uns gerade nicht. Also... Das Hauptding ist es, jetzt Schaden zu machen. Wir könnten den hier töten. Würde ich aber gar nicht mal wollen. Würde ich aber gar nicht mal wollen. Machen wir doch mal so. Bam. Er hat tödlich, Leute. Er hat tödlich. Das habe ich gerade selbst nicht bedacht. Dadurch tötet er alles. Dadurch tötet er alles. Dann machen wir so. Na, machen wir nicht so. Spielen. Das hier noch und spielen Weisheit an. Kriegen schon wieder irgendein Schlüsselwort dazu, zusätzlich. Regenerieren, also kann der sich auch nochmal regenerieren, das ist super. Und jetzt gehen wir feuchtfröhlich rein. Jetzt bin ich gespannt. Wir könnten den jetzt immer noch töten. Das will ich gar nicht. Der soll durchbrechen. Dann ziehen wir wenigstens noch eine Karte nach. Okay, lassen wir das mal. Eissturm wird scheiße.
Aber es würde auch seine eigenen Kreaturen töten. Ich bin ein Sklavenmeister. Seht ihr? Ich wusste es, dass der Peiniger auch den Peiniger hat, aber der wurde vom Peiniger gepeinigt. Entschuldige, Smoky, jetzt war ich zu laut, hä? Meine Freundin pennt im Hintergrund. Oh, der fesselt jetzt auch drauf los. Der fesselt auch drauf los. Was soll er mal fesseln? Solange wir hier aber mit dem Schaden durchkommen, haben wir gewonnen. Oder? 5, 2, ja, 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 ja. Oh nee, er fesselt doch noch ein bisschen mehr. Ah, der macht's aber so. Denkt er etwa, ich kann da nicht. Oh, scheiße. Das ist richtig scheiße. Okay, jetzt versucht er ein bisschen zurückzukommen. Wir versuchen aber trotzdem weiterhin hier offensiv zu gehen. Und natürlich die ganze Sache hier zu fesseln. So, und dann auch. So, dann wisst ihr warum? Denn wenn sie ihn hier angreift, könnte er eventuell mit irgendwas kommen, was eine Kreatur, die verletzt ist, tötet. Da habe ich keinen Bock dazu. Soll er mal machen. Soll er mal machen. Ich meine, wenn er jetzt mit denen rechts angreift, dann tut er uns ja eigentlich um Gefallen. Bufft er hier diese Rune und da drin könnte irgendwas Tödliches sein. Versucht natürlich zu clearen, das ist clever, aber solange einer von denen, nur einer muss übrig bleiben und durchkommen. Egal welcher. Aber der wird wahrscheinlich auch so eine Flächenfesselkarte haben. Eine einzelne. Fesselt natürlich die, ist klar. Also hätte er die Flächenfesselkarte, dann hätte er sie bestimmt schon ausgespielt. Dann gehe ich davon aus, dass er die nicht hat. Seht ihr, ich hab's doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Okay. Ein feiner Kampf. So, und weg damit. Tada! Tada, tada. Okay, Leute, so viel dazu. Ich würde sagen, wir springen doch direkt mal ins nächste. Bis gleich. Okay, letztes Spiel, letztes Glück, Leute. Das ist für den Anfang noch gar nicht mal so schlecht. Oh, gar nicht mal so schlecht. Die hat sich auch schon länger nicht mehr blicken lassen. Zum Gruße, na, gucken wir mal, was wir da so noch reißen können am Ende. Wir können leider nichts ausspielen. Scheiße. Aber das Gute ist, wir könnten dann zu Anfang schon mal den Dolchsturzmagier raushauen. Oder den mechanischen Verbünden. Ich wäre eher für den mechanischen Verbündeten. Jawohl, er triggert sogar. So, wir ziehen wieder. Wir ziehen die Karte nach. Aber okay. Damit können wir uns wenigstens ein bisschen über Wasser halten. Also ich plane natürlich wieder die rechte Seite. Von rechts zu kommen. So ein bisschen zu belagern. Okay, der hat schon mal noch nicht so die richtigen Karten. Wir könnten etwas Schaden machen. Permamora stellt uns auf die Probe. Und dann mit der königlichen Weisen schon mal kommen.
Wäre wahrscheinlich schon ganz clever. Zack. Die Dema-Spinne damit auszurüsten, macht eher weniger Sinn. Wir machen das eher so. Wie ich sehe, benötigt ihr meine Weisheit. Da hat die wenigstens tödlich, das ist cool. Ich meine, wir haben hier noch eine. Können wir in der nächsten Runde ebenso nochmal eine königliche Weise spielen. Da könnt ihr jetzt einen der Nordheißspawne benutzen, um die hier zu vernichten und besser an die hier ranzukommen. Ah, ich bin mir aber nicht sicher, ob er da sowas tut. Das Gute ist, wir können unsere Einheiten auf jeden Fall besser verteidigen durch die ganzen Dwemer-Spinnen. Und mit dem Schlachtenvogt können wir die Dwemer-Spinnen dann auch noch buffen. Das ist super. Zeit für den Kampf! Okay, da rastet er da aus, Leute. Da rastet er da aus. Machen wir doch lieber mal sowas. Bei den Acht, heute gibt es Tote. Und sowas. Und Kimmy. Dann könnten wir in der nächsten Runde die königliche Weise spielen oder den Schlachtenvogt. Weil die hat nicht, aber die haben schon mal. Dadurch werden die schon mal stärker. Ist gut, ist gut. Wir könnten auch die hier killen und eine von denen mit der Karte buffen, das wäre auch nicht schlecht. Wir könnten auch die hier schon mal ausspielen und gemeinsam mit dem Schlachtenvogt, damit die auch schon mal gebufft sind. Dann dementsprechend natürlich auf der anderen Seite. Das wäre wahrscheinlich echt clever. Wir könnten aber auch erstmal die königliche Weise spielen. Den ein schönes Schutzschild verpassen. Ich meine, ein Schlüsselwort. Den jeweils nochmal. Und soweit sie überleben, so viele Schlüsselwörter sammeln wie nur möglich und dann den Schlachtenvogt der Dämmerung raushauen. Ich glaube, das wäre das Cleverste. Dann leider überleben die nicht lang. Gut, machen wir doch erstmal sowas hier. Haben wir den Foliant der Veränderung. Und wir eine Dwemer-Spinne hier hin. Eine Dwemer-Spinne hier hin. Und dann die königliche Weise. Und gucken wir mal, was die noch so bekommen. Schutzzauber, tödlich, tödlich, Entzug, durchbrechen. Okay, damit gehen wir rein. Könnten wir jetzt schon mal Weisheit der Ahnen spielen und denen nochmal was geben? Dann könnten wir mit dem Schlachtenvogt der Dämmerung schon mal eine richtig krasse Einheit am Start haben. Machen wir das doch. Gehen wir mal all in. Und gucken mal. Weil die können wir jetzt richtig krass hochbuffen. Also der hätte dann... Boah. Ich dachte schon, der killt sie alle, ey. Was kommt denn jetzt? Ey, das kotzt mich an. Wir können halt ein bisschen die drei noch hochbuffen. Jawohl. So können wir das noch machen. Tada, tada. Machen wir erstmal so. Dann so. Dann so. Und jetzt haben wir eine ganz gute Offensive. Hier können wir dann noch einmal den Schlachtenvogt einsetzen, also doppelt hält natürlich besser. Der Wald ist mein Mantel. Kann er die schon mal killen? Das ist so nervig. Wenn man ein paar Kombinationen durchhauen möchte, ist das immer so einschränkend.
Der kriegt dann halt noch 2 drauf. Die kriegt noch 2. So, das ist schon mal gut. Machen wir wieder so. Zack. Da können wir hier wieder ganz gut durchkommen. Dann so. Und dann der Schlachtenvogt. Jetzt hat er nur noch 5 Leben. Und wir wollen natürlich verhindern, dass er noch mehr Leben wieder bekommt. Damit habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Jetzt können wir hoffen, dass wir mit einer Kreatur irgendwie mal durchkommen. Damit kann er Sachen machen. Oh, damit ist meine komplette Seite tot. Was war denn das gerade? Achso, Entzug. Entzug. Ja, ich komme da trotzdem durch. Ihr habt gewonnen. Dam, 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 da, dam. Cool, Leute. Richtig cool. Bam, Sieg. Bis zum Entspann. Entspann? Echt, echt coole Sache, Leute. Ihr habt jetzt gesehen, wie das Deck so funktioniert. Es hat unheimlich Spaß gemacht, das zu spielen. So die neutralen oder die Dwemer-Decks sind allgemein extrem mächtig, wie ich merke. Und, ja, macht schon echt Fun. Ich habe hier links, rechts, ich glaube rechts von euch, ein paar andere Guides. Da auch ruhig mal reingucken, würde euch bestimmt gefallen, was den Schlachtenvogt betrifft, so allgemein, ja. Ansonsten hinterlasst mir einen Daumen nach oben, ein Abo, ich würde mich mega freuen, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und ich kümmere mich darum, ein paar mehr Decks vorzustellen, was den Schlachtenvogt, was die Schlüsselwörter betrifft. Von daher, wir sehen uns in der nächsten, euer LineTube. Auf Wiedersehen.